Willkommen zurück, Freunde, zu Let's Play Persona 5. So, ich würde sagen, haben wir jetzt lang genug rumgedaddelt. In dieser Folge geht's los. Wir senden die Calling Card. Okay. Und dann kümmern wir uns heute mal um Madarame. A Calling Card, huh? Let me take it seriously. Ja. He is famous after all. He has often received slanderous letters till now as well. He'll know best whether the crime written on it is for real or not. Wait, are you going to write it again, Ryuji? That last one was questionable at best. Na, wieso? Hat doch geklappt. Na, das ist doch nicht schlecht gemacht, Ryuji. Jetzt hör mal auf, hier auf den rumzuhaken. Make it really artistic and stuff. No, it'll end with him figuring it out. He knows my drawing and writing styles all too well. Oh, then I'll think it up and you make it cooler. Designing a calling card. Interesting. It shall become proof that the Phantom Thieves do exist. It's decided then. All that's left is to make the treasure ours. Ja, ich glaube, Yuzuki macht jetzt dieses Logo hier mit dem Zylinder und der Maske drunter. Das, was man noch immer im Ladebildschirm sieht. Eigentlich das jetzt hier. Das ist ja immer noch das, was mich darauf hinweist, dass ich mir eigentlich Zeit lassen soll, nur damit dann die Leute alle wieder hier auf mich einreden können. Ah, du musst schnell machen, wir müssen im Palast. Es sind nur noch 6 Jahre übrig, wir müssen los hier, per Beeilung. Na, so schlimm ist es nicht, aber es... Naja, komm. Wenn die schon sagen, ich überlasse dir die Entscheidung, dann sollten die mich doch nicht schon jeden Tag darauf hinweisen, dass keine Zeit mehr da ist, ne? Okay, gut, das werde ich jetzt nicht nochmal sagen, das habe ich jetzt, glaube ich, in den letzten 4-5 Folgen mindestens 30, 40 Mal gesagt. Egal. Okay, also, Calling Card haben sie gestaltet. Er hat mal wieder nur gegrummelt, oder? Das ist okay. Du scheinst anders zu sein. Hattest du immer schon... Skaue? Was ist ein Skaue? Keine Ahnung, sagt mir gerade nichts das Wort. Alter, Alter, Alter. Könnte aber auch langsam mal ein bisschen freundlicher sein. Ich meine, eigentlich in der Schule müsste ich mich ja schon bewiesen haben, ne? So von wegen hier... Ich glaube, trainieren oder so geht nicht, oder? Hey. Natürlich nicht. Muss mal wieder schlafen gehen. Eigentlich müsste ich mich in der Schule, meine ich, schon bewiesen haben. Ich habe ja schon so oft Fragen richtig im Unterricht beantwortet. Bei den Tests kann ich auch nicht so versagt haben. Müssen wir langsam mal wissen, dass ich ein respektabler Bürger in der Gesellschaft bin. Naja. Cool. Kann ich nochmal lesen? Sehr schön. Dann fangen wir doch jetzt einfach mal mit an mit Madjet Menace. Gut oder böse? Die Bedrohung von Madjet konnte überall auf der Welt gespürt werden. What are your thoughts? Ja, auch im Internet gibt es Gefahren. Sag bloß, hör doch auf. Wäre ich nie darauf gekommen. Hey, hey! Okay, das nächste Mal kann man das dann durchlesen. Es müsste Wissen dazu geben, glaube ich. Also steht auf jeden Fall was von knowledgeable bei der Buchbeschreibung drin, deswegen denke ich mal, dass Knowledge dann auch der Stat sein wird, der dann hochgeht. There's a matter we need to notify you about.
Ja, immer noch in der Please excuse me for a moment. Ausstellung. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo sie es diesmal hingeklebt haben. What is it? We found this outside. Und dieses Mal ist es nur eine einzige. Ich dachte, die haben jetzt hier irgendwie ein Bild komplett damit zugepflastert oder so. Ein Brief. It's a Sir, it's Yuri Usai Madarame. Ich genau gemeint. A great sinner of vanity whose talent has been exhausted. Ich weiß gerade echt nicht mehr, mein Englisch verlässt mich gerade. Was heißt denn nochmal Vanity? Also es ist ja so, dass ich glaube, diese einzelnen Leute, die wir hier im Laufe des Spiels treffen, die repräsentieren ja immer so ein bisschen eine Todsünde, ne? Also bei Kamoshida war es eindeutig die Wollust, ganz klar. Und bei ihm ist es jetzt, naja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es Gier ist, weil er macht ja das ganze Kunstgeschäft nur des Geldes wegen. Ihn interessiert ja die Kunst an sich eigentlich nicht. Oder es könnte auch Neid sein, weil er ja von seinen Schülern im Grunde immer die Ideen klaut. Also er ist ja da neidisch auf das Talent seiner Schüler. So, wartet mal ganz kurz, das nervt mich jetzt gerade, dass ich das nicht weiß. Eitelkeit. Hat mich jetzt gerade echt ein bisschen gestört, dass ich nicht weiß, was Vanity heißt. Ja, das heißt tatsächlich Eitelkeit, Hochmut. Kann natürlich auch das sein, ne? dass er jetzt der Hochmut ist. Na, das glaube ich nicht. Ich denke mal eher mit diesem goldenen Museum als Palast, das wird schon die Gier dann sein, die er repräsentiert. We have decided to make you confess all your crimes with your own mouth. Da bimmelt's schon wieder im Hintergrund, sorry, falls weiß nicht, ob ihr das hört. Egal. We will take your distorted desires without fail. From the Phantom Thieves. Ja, also es sieht auf jeden Fall viel besser aus als das letzte Mal. Und ja, ich dachte mir schon, dass Yuzuki jetzt der ist, der dieses Logo da oben mit dem Zylinder und der Maske kreiert. Who's doing is this? We don't know. The same letter has been posted everywhere. What about the security cameras? There were no signs of the culprit. All we saw was a cat in the recordings. Ah, okay, Morgana hat die hier angebracht. Remove these at once! Of course. What now? It's about this affecting the exhibit. We believe it's just a prank, but what of the mass media? Insinuating that this slander is true? Of course not. It's those damn brats doing, isn't it? Well, it means nothing. They'll only be able to do as they please until this exhibit is over. That too? Yep. It was perfect. The composition was way cooler too. The treasure should appear right about now. You better enjoy the air of freedom while you still can, old man. Anyways, did you guys check online? People are already talking about that calling card. We'll show him. We're gonna surprise them all. I'm sure you know, but we only get one shot to pull this off. Tja, ich zähle auf euch, Leute. We'll be counting on you, too. You have no reservations about this either, right, Yusuke?
Of course not. We'll do this. Okay, na dann legt mal los, kommt. Wir haben leider immer nur so ein kleines bisschen begrenzte Zeit in der Folge. Ja, aber wenn es jetzt sein muss, ich sag mal so, bis zu einer Dreiviertelstunde würde ich jetzt als eine akzeptable Folgenlänge betrachten. Und wenn es länger dauert, muss ich dann eben einen Cut reinmachen. Ist zwar nicht gerade elegant, aber egal. So, die Frage ist, wen nehme ich jetzt mit? Ich würde ehrlich gesagt fast mal sagen, ich lasse das Team so. Wobei eigentlich, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ist Ahn so ein... Also nichts gegen Frauen. Bitte nicht. Aber Ahn ist so ein kleines bisschen nutzlos in unserem Team. Sie kann halt Feuer... Sie kann Leute einschläfern, aber Feuer, das kann ja der Kato auch. Na gut, okay, Ryuji kann halt Blitz. Ja, komm, ich lasse das Team jetzt mal so. So, dann müssen wir Upper Main Hall, oder? Nee, Moment, die normale Main Hall, ne? Hier. Ach, nee, Moment, Entschuldigung. Ich bin gerade etwas verwirrt. Wir müssen ja hier mit dem Kran. Let's go. So, jetzt sag nicht, dass hier keiner ist. Echt jetzt? Keine Wache? Ich bin bereit. Viel bereiter geht's dann eigentlich nicht mehr wirklich. Ich hätte natürlich noch ein bisschen Medizin mitnehmen können, ne? Fällt mir gerade ein. Einkaufen wäre wahrscheinlich gegangen, ohne Zeit zu vergeuden. Naja, komm, es wird schon irgendwie gehen. Not. Ja, es wäre zwar nicht so schön jetzt hier, das würde ich ehrlich gesagt ungern machen wollen, aber dann müsste ich halt nochmal neu laden. Ich habe gespeichert, kurz bevor ich jetzt hier das Meeting einberufen habe vorhin. Dann kann ich eben nochmal ein bisschen Medizin nachkaufen, falls es wirklich nicht reichen sollte, was ich habe. Ja, die hat definitiv Spaß. Yes. Okay. Okay, dann mal los. Was ist denn da jetzt drunter? Eine Statue bestimmt, oder? Kann ich jetzt vielleicht da oben zum Fenster raus? Ach nee, ist bestimmt ein Gemälde. Es ist garantiert ein Gemälde. Jetzt leider, also es ist ein Gemälde, das sieht man ja. Ja, klar, weil die Türen zu sind, geht es jetzt hier nur zum Fenster raus.
Let's go. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo es runter geht. Da geht es auf jeden Fall runter. Hier können wir nicht rein, ne? Okay. Dann mal hier runter. Also ich meine, es ist logisch, oder? Dass wir hier nicht ungesehen rauskommen. Da kommt garantiert nochmal ein Bosskampf. Ach Leute. Wenn ihr hier einfach so rumsteht, findet ihr euch garantiert, aber ich will nichts sagen. Treasure! Huh? What the fuck? This is the treasure? Was? Das ist ja... Get back. Das ist ja fast schon Strichmännchen-Qualität. Meddlesome vermin. Das könnte selbst ich malen. Is this what you're looking for? Oh, ja, natürlich ist es nicht der echte. What nonsense that you used a mouse trap on me. So you had a fake prepped, huh? Counterfeits are accepted in the world of Japanese art. What made you change like this? Is it because you became famous? Can't you understand how much it pains me to inquire about the crimes of my foster father? Now that I think back, the only reason why I took you in was due to my ties with your mother. That woman never lost her passion for painting, even after her husband died. Her skills and talents were quite astonishing. That's why I decided to look after her. Your mother and the artwork she created, they're all my works of art! What the fuck? Okay, also erkannte Yusukis Mutter und deswegen hat er Yusuki aufgenommen, weil seine Mutter halt eine extrem begabte Künstlerin war und das damit selbst dann weitergemacht hat, als ihr Mann gestorben ist, also Yusukis Vater. How low can you sink? I suppose I can grant you a gift before you die. A glimpse of the genuine Sayuri. Genuine? Die ehrliche Sayuri oder die aufrichtige? Ach! The real Sayuri? Okay, bei dem Bild sonst hat ja unten immer sowas gefehlt. Und die richtige Sayuri ist eine Mutter. Und das ist wahrscheinlich Yusuki, oder? Da unten? This can't be. Sayuri ist seine Mutter? Mom! Alter! Indeed it is. This was painted by your mother. It's a portrait of herself. Ach, und er hat gar nicht das Bild gemalt, sondern seine Mutter. Das, also der Grund, warum Yusuki selber Künstler geworden ist, das Bild, von dem er dachte, es wäre von Madarame, ist eigentlich von seiner Mutter. Also das ist irgendwie schön auf eine gewisse Weise. Natürlich macht das aus Madarame nur noch ein viel größeres Arschloch. For the son she would leave behind.
That is the truth behind the mystery of Sayuri's expression. Ach, okay, und das war für die Leute wohl offensichtlich bisher immer ein Geheimnis? Was dieses, also dieser Gesichtsausdruck von Sayuri, was das bedeuten soll? Und das Geheimnis ist, sie schaut eben mit, wie soll ich denn sagen, mit mütterlicher Liebe auf ihr Kind. Und die wusste, dass sie stirbt? Was hat denn das zu bedeuten? I knew at first glance. I knew it'd be a huge success if I added a touch to the painting and announced it under my name. But the baby in the picture. Why did you paint over it? It was all to stage it. If the babe is erased, the reason for the woman's expression will become a mystery. That's what the general public is drawn to. Each of those parasitic critics wrote the same thing. I always felt something was off about all this. Now I know what it is. If you really treasured that painting, you wouldn't even think about replicating it for profit. You don't love art at all! Though you have a real treasure, your true skills are nothing more than those scribbles on that fake. It makes me laugh, asshole! So you'll defy me no matter what? Natürlich sind wir gegen dich, sag mal, hast du sie noch alle? Work of art, Yusuke. I'm going to reap you for the sake of my future. Along with those insolent friends of yours there. I can't believe you're treating both mother and son like they're objects. You're inhuman! Fox? I've heard that you destroy your art once they outlive their usefulness. Did that include my mother as well? Oh, das ist eine interessante Frage. She just so happened to have a seizure in front of me. That's when a thought crossed my mind. Was? If I don't call for help and leave her be, I could obtain her painting without any strings attached. Was zur Hölle ist los mit dir? Alter, ich bin sprachlos. What the fuck? Okay. Übersetzung für die, die kein Englisch können. Die Mutter von Yusuke hat dieses Bild gemalt. Er hat vorhin gesagt, sie wusste, dass sie eines Tages sterben würde. Also er hatte offensichtlich irgendeine Krankheit. Ich gehe jetzt mal von Epilepsie aus, weil er hat gesagt, sie hatte einen Anfall. Ich nehme an, es ist Epilepsie. Direkt vor ihm. Und er hat sich bewusst nicht, also dazu entschieden, nicht um Hilfe zu rufen, keinen Krankenwagen zu rufen, hat sie einfach sterben lassen, damit er das Bild nehmen kann, ohne dass sich dann hinterher noch einer beschwert. Das heißt, dieser Typ ist anders als Kamoshida vorher, hat er nicht nur fast den Tod einer Person verursacht, er ist direkt verantwortlich für den Tod einer Person. Der Typ ist ein Mörder. Durch unterlassene Hilfeleistung. Der hat die einfach sterben lassen, damit er ihr Bild klauen kann. She was physically weak. No one would doubt if she just dropped dead because of a seizure. Above all, Yusuke, didn't you think it was odd that I discovered your talent when you were only 3? The
reason why I kept you around was to keep you from realizing the truth behind Sayuri. You killed her. The artistic talents you inherited from your mother were a delightful miscalculation, though. If I'm to steal ideas, it's much easier robbing the future of brats who won't talk back than adults. It's thanks to you that I came up with the idea. You have my gratitude. Alter. Der Typ. Ich hab mich jetzt ohne Witz die ganze Zeit gefragt, was... Ich mein... Wenn man den jetzt mal bisher mit Kamoshida verglichen hat, war Madarame eigentlich gar nicht mal so schlimm. Ja, er hat Bilder, also er hat Ideen geklaut, er hat Plagiate angefertigt und hat die Kunst mehr oder weniger missachtet und stattdessen den Profit vorgezogen. Bis dahin noch nicht so schlimm wie Kamoshida mit dem ganzen Missbrauch und dem Selbstmord, zu dem er ein Mädchen fast getrieben hat. Aber jetzt ist Madarame einfach mal in Sachen Boshaftigkeit in komplett neue Höhen geschossen. Und Yosuke wird offenbar verrückt. Würde ich auch werden. I thank you, Madarame. Was? Was? Every reason for me to forgive you has disappeared without a trace at this very moment. You aren't some rotten artist. You're a despicable fiend who wears the skin of an artist. So ist richtig. So ist richtig. Werd wütend und zerschmettere ihn mit deiner Wut. Okay, sieht so aus, als ob es jetzt richtig losgeht. What the hell? Oh Gott, was? Was? Großer Gott, ja, es hat angefangen. Oh, ist das ekelhaft. Gott, sieht der scheiße aus. Ich meine, okay, Kamoshida war noch ein bisschen schlimmer, finde ich, aber mit dieser langen Zunge, aber das ist jetzt auch irgendwie... Ja, Leute, passt mal auf. Ich habe ja vorhin gesagt, ich will eigentlich nicht hier die Folge zerschneiden, aber ich habe gerade gesehen, wir sind jetzt gerade ungefähr bei einer halben Stunde Länge. Ich würde sagen, wir lassen es mal für heute gut sein und schauen uns dann das nächste Mal den Bosskampf an. Ich mache jetzt hier an der Stelle einen kleinen Cut. Wenn euch das gefallen hat oder wenn ihr es einfach nur genauso dramatisch und dramatisch gut fandet wie ich, weil wirklich, also das war jetzt nochmal... Meine Fresse, das war jetzt nochmal ein Twist in der ganzen Sache. Dann lasst mir doch bitte ein Like da vielleicht oder einen netten Kommentar. Oder vielleicht auch einen nicht ganz so netten Kommentar. Ihr dürft jetzt gerne die Kommentarsektion benutzen, um mal eine schöne Beleidigung gegen Madarame rauszuhauen, wenn ihr wollt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal beim Bosskampf. Dann gucken wir mal, wie wir diese Abscheulichkeit hier besiegen. Bis dahin, macht's gut. Yeah, so